Egal, ob Sie bereits Tierhalter sind oder einer werden möchten. In unserem Magazin Tierisch Gut erfahren Sie alles rund um Ihren Liebling. Und jetzt stehen unsere Kleinsten im Mittelpunkt. Tierisch Gut präsentiert Ihnen Crema Megastore in Graz. Kaninchen, Meerschweinchen und Co. sind beliebte Haustiere. Sie gelten als pflegeleicht und anspruchslos. Deshalb sind sie auch oft Geschenke für Kinder. Trotzdem gibt es einiges zu beachten. Da ist zuerst einmal das Alter der Besitzer. Man muss dazu sagen, dass mit vielleicht 8, 9 Jahren ein Kind mit einem Meerschweinchen unter Aufsicht, unter Unterstützung und mit der Unterstützung des Elternteils was anfangen kann, allein die Obsorge und die Pflege für ein Tier in dem Alter übernehmen zu müssen, ist eine vollkommene Illusion. Kaninchen eignen sich für Kinder ab etwa 12 Jahren. Allerdings sollten auch die sich immer auf die Hilfe ihrer Eltern verlassen können. Apropos Familie, auch die Kleintiere sind nicht gern allein. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Kaninchen hernimmt oder ein Meerschweinchen, die gewohnt sind, in einer Gruppe zu leben, in einem Familienverband zu leben, wenn diese Tiere allein gehalten werden, da kann es dann zu Verhaltensstörungen kommen. Das gemeinsame Halten von Kaninchen und Meerschweinchen ist übrigens reine Tierquälerei. Meerschweinchen sind relativ laute Tiere, die auch Kommunikationslaute von sich geben. Das ist in der Gruppe einfach üblich. Die fühlen sich wohl, die sondieren über die Akustik untereinander, wie es ihnen geht. Kaninchen machen das nicht. Kaninchen sind leise und können mit diesen Lauten nicht umgehen. Auch der Käfig muss gewissen Ansprüchen gerecht werden. Tränke, Salzstein und die Möglichkeit, sich die Krallen abzuwetzen, müssen vorhanden sein. Natürlich muss er eine gewisse Mindestgröße haben und viele Möglichkeiten zum Verstecken und Beobachten bieten. Das heißt, ein dreidimensionales Gestalten von den Käfigen bei Kleinlagern, Kaninchen, Meerschweinchen, ist ganz ein wesentlicher Bestandteil, dass sie sich wohlfühlen. Rindenstücke und Äste zum Verstecken, Austoben, Krallenschärfen und Nagen erfreuen das Herz jedes Kleintiers. Am Speiseplan des Meerschweinchens steht viel frisches, vitamin-C-reiches Futter, während sich Kaninchen von rohfaseriger Kost, also vor allem von Heu und Heupellets, ernähren. Körnerfutter ist im wahrsten Sinne des Wortes mit Vorsicht zu genießen. Die energiereiche Nahrung führt schnell zur Verfettung des vierbeinigen Lieblings. Eine weitere Gefahr lauert ganz aktuell. Wir haben südlich von Graz eine ansteckende, und zwar eine hochgradig ansteckende Kaninchen-Infektionskrankheit grassieren. Und es gibt jetzt seit kurzem einen Impfstoff dagegen. Und da ist es wirklich jedem Kaninchenhalter zu empfehlen, dass man die Tiere regelmäßig, das heißt mit einer Impfung einmal im Jahr, schützt. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, Kleintiere brauchen auch Aufmerksamkeit und Pflege, wie die Großen eben. Die Gesundheit von Kleintieren hängt in erster Linie von der Ernährung ab. Hier kann viel falsch gemacht werden. Es kommt immer öfters vor, dass Kaninchen an Zahnfehlstellung leiden, an Blähbauch zum Beispiel. Das liegt an der falschen Fütterung. Viel zu viel Futter ist mit zu viel Zucker versetzt, was das Kaninchen ja eigentlich gar nicht braucht. Der Fachhandel hilft dabei, die Tiere gesund zu halten. Mit speziellem Futter, das mehr kann, als nur den kleinen Liebling satt zu machen. Es muss die optimale Rohfaserstärkeverhältnis sein. Die Form ist auch ganz wichtig. Wir haben da auch ein Futter mit der sogenannten Trimellos-Form, damit der Zahnabrieb gewährleistet ist, weil Zähne beim Kaninchen wachsen ja ständig nach. Also die müssen auch auf natürlichem Weg abgerieben werden. Und keine Angst vor zu hohen Ausgaben für Spezialfutter. Die Futterkarte sorgt dafür, dass man beim Verwöhnen seines Lieblings auch noch spart. Dieser süße Rammler ist Hakim, ein kastriertes Wiederkaninchen, das ursprünglich als Findling ins Tierheim kam. Er wurde vom Besitzer leider nie geholt, daher suchen wir einen neuen Platz für ihn.
Henry und Rosalie sind ein circa ein Jahre altes und entzückendes Nymphensittich-Pärchen. Sie werden nur zusammen vergeben und brauchen natürlich auch entsprechend viel Platz. Am besten eine Voliere. Diese junge Kätzchendame ist Ninifee, die in Kumberg herumstreute, bis man sie schließlich ins Tierheim brachte. Hier wurde sie inzwischen sterilisiert und wartet jetzt auf einen neuen Besitzer. Sammy ist ein Shih Tzu-Rüde und wurde im April 2011 geboren. Ein Wohnungswechsel hat ihn heimatlos gemacht. Er ist äußerst herzig und hat vor allem eine handliche Größe. Also durchaus für eine Wohnung geeignet. Dieser niedliche Zwergpapagei heißt Sunrise und ist ein Russenköpfchen. Diese Rasse braucht unbedingt Gesellschaft von Artgenossen. Daher bitten wir, dies unbedingt zu berücksichtigen. Aramis ist ein kastrierter Kaninchenrammler. Seine Mama kam bereits trächtig ins Tierheim, was uns natürlich verheimlicht wurde. Jetzt ist er inzwischen alt genug. Seine Geschwister haben schon gute Plätze gefunden. Er allerdings wartet noch. Dieser Staffordshire Terrier-Rüde ist Bully, kastriert und 5 Jahre alt. Er dürfte bei seinem alten Besitzer keine guten Erfahrungen gemacht haben, denn er ist sehr misstrauisch und braucht immer etwas Zeit, um aufzutauen. Wenn er aber einmal jemanden ins Herz geschlossen hat, dann liebt er ihn über alles. Ein Platz ohne Kinder wäre ideal. Edmondo, so lautet der Name des noch sehr jungen Kaninchenrammlers, der inzwischen kastriert wurde und gern einen neuen Platz hätte, vielleicht mit weiblicher Gesellschaft. Dieses besondere Wesen ist Einstein, ein männliches, kastriertes Albino-Meerschweinchen. Für ihn hatte man einfach keine Zeit mehr und konnte uns daher auch nicht einmal sein Alter mitteilen. Auch er braucht Artgenossen, mit denen er vergesellschaftet werden kann. Nun kommen wir zu Benji, einem Mischlingsrüden, der leider durch Zeitmangel nie eine richtige Erziehung genossen hat. Was aber nicht heißt, dass er nicht lernfähig ist. Er ist schlau und versteht relativ rasch. Er bräuchte einen Partner, der entsprechend Zeit für ihn hat und mit ihm arbeitet. Und nun sind unsere Findlinge an der Reihe, wie etwa diese Kaninchendame, die im Dächernd-Binder-Park in Gösting gefunden wurde. Wir suchen den Besitzer. In der Eschengasse ist dieser Kanarienvogel zugeflogen. Wo ist er ausgebüxt? Falls Sie bereits Tierhalter sind oder einer werden wollen und Ihnen nun das ein oder andere Tier nicht mehr aus dem Kopf geht, dann melden Sie sich beim Landestierschutzverein für Steiermark in der Grabenstraße 113 in 8010 Graz. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 9 bis 11 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Auch telefonisch können Sie uns jederzeit erreichen, sowie im Internet unter www.landestierschutzverein.at. Wenn Sie das Tierheim für seine täglichen Bemühungen um das Wohl seiner Schützlinge finanziell unterstützen möchten, überweisen Sie den von Ihnen gewählten Betrag einfach an folgendes Spendenkonto der BSK. Der Landestierschutzverein Steiermark bedankt sich für Ihre Unterstützung, denn jedes Tier hat ein schönes Zuhause verdient. Für Ihre Anregungen und Tipps oder bei Interesse, Ihr Unternehmen zu präsentieren, wenden Sie sich an Frau Marion Haberl. Diese Sendung widmete Ihnen der Landestierschutzverein für Steiermark.